Herr Reul, Herr Peter Wein. Herr Reul, Herr Peter Wein. Herr Reul, Herr Peter Wein, Sie sind 1946 nach Düsseldorf gekommen. Ja. Das war ganz kurz nach dem Krieg, hier in Düsseldorf bei Herrn Otto Pankow zu studieren. Das war der Anlass. Sie haben sich die Akademie ausgesucht, weil dort Professoren unterrichteten, die bis daher ein Malverbot hatten. Das war der Otto Pankow. Ja, und auch andere Professoren waren ja da, die Malverbot hatten und die während der Nazizeit verfolgt wurden. Ja, ja. Was war denn wirklich da der Grund, dass die ein Jahr, nachdem der Krieg zu Ende war, da gekommen sind? War das dieser Grund, dass Sie unbedingt bei Otto Pankow studieren wollten? Ja, weil ich in Amsterdam gehört habe, dass der Malverbot hatte in Deutschland und auch im KZ gesessen hat. Und dass der in der Zeit 1945 sehr viel für die Zigeuner getan hat in Düsseldorf, für die Sintis und Roma. Und das war auch der Anlass, warum ich zur Akademie gekommen bin, zu Pankow. Da hat er mich aufgenommen, da war ich Student bei ihm. Und ich hatte auch nicht so viel Geld. Da habe ich auch noch abgestanden in der Akademie. Ja, und dann habe ich meine Frau in Düsseldorf kennengelernt und dann bin ich in Düsseldorf geblieben, Gott sei Dank. Sie haben hier in Düsseldorf ja sehr viel getan, sehr viel angeschoben. Sie haben die Künstlersozialversicherung gegründet. Ja. Sie haben sehr viele Projekte gemacht, die also mit Freunden. Wir haben eine Ausstellung in der Kunsthalle sehr früh, 1954 schon gehabt. Peter Reuen mit Freunden. Ja, die Ausstellung hieß Peter Reuen mit Freunden. Wie sehen Sie denn heute das? Ist das auf Sie zurückgekommen, was Sie alles hier in der Stadt eigentlich angeschoben und auch, sag ich mal, investiert haben? Ja, irgendwann kommt das zurück. Ne? Ich habe ja auch die Gruppe 53 mitgegründet hier in Düsseldorf. Ne? Ja. Und war auch damals Gründungsmitglied im Malkasten, direkt nach dem Krieg. Ja, das hat sich einfach so ergeben. Ne? Ich war durch den Professor Pankow, der sehr sozial war, und den habe ich viel gelernt. Menschen. Sie sind jetzt 90 Jahre und haben jetzt erst, sage ich mal, diesen Kunstpreis bekommen, Ihrer Künstlerkollegen. Ja. Ich empfand das eigentlich so ein bisschen spät. Aber für mich ist dieser Preis sehr wichtig. Weil es nicht vom Land und nicht von der Stadt, sondern die Künstler. Sie sind dann von der expressionistischen Malerei Pankows zur monochromen Malerei gekommen und machen das ja eigentlich bis heute. Ja. Farbe Weiß setzt sich in Ihrem Werk durch. Warum die Nicht-Farbe Weiß? Ja, Weiß hat mich immer angezogen. Weiß. Ich bin da an der Küste groß geworden in Holland. Ich habe immer das Weite gesehen, das Meer und Sand. Also die Farbigkeit, die prägt einen ja schon als Kind. Ne? Und dann, wenn man anfängt zu denken und zu malen, dann übernimmt man das und macht seine Arbeit damit. Und das ist einfach gewachsen, zu mir hingewachsen. Bauernhof? Oh. Du auch? Das Gleiche. Auch das Gleiche? Ja. Wenn du weißt, wie du es kommt, dann ist es doch in deiner Mitte.
sind dann eingeladen nach Japan, wir waren in Osaka. Kobe und Osaka, ja. Und sie haben dann sogar eine, wie soll man das sagen, auch wieder eine Künstlervereinigung aus Japan hierher geholt, die bis heute jedes Jahr, wenn ich da richtig informiert bin, kommen. Ja. Das war ja auch wieder so eine... Ja, das ist nichts, für mich nichts Tolles. Das ist ganz natürlich, weil ich so geboren bin. Also ich bin so groß geworden, mich für andere Menschen auch einzusetzen. Das ist mir so gegeben worden. Und das, für mich ist das ganz normal, aber für einige scheint das hier... sehr unnormal zu sein. Nein, es ist eigentlich nicht normal, dass man sich sein ganzes Leben lang so in der Form einsetzt, ist nicht. Aber was mich jetzt noch mal so ein bisschen interessieren würde, Ihr Leben hier in Düsseldorf. Am meisten inspirierte Sie der niederländische Maler und Dichter, der heißt Lucebert. Lucebert, ja. Sie pflegten Freundschaften mit Heinrich Böll und Günter Grass. Ja. Besondere Begegnung mit Günter Grass. Könnten Sie dazu, Sie das vielleicht nochmal vielleicht schildern? Ja, also mit Günter Grass, wir waren zur gleichen Zeit auf der Akademie. Und ich habe meine Frau da kennengelernt. Und der Günter Grass war auch interessiert. Und dann sind wir zu dritt am Rhein spazieren gegangen und der hat so seinen Arm um meine Frau gelegt und ich hatte was dagegen und da haben wir uns so ein bisschen gekloppt. Und haben Ihre Frau dann geheiratet, mit der Sie seit 68 Jahren nunmehr zusammen. Ja. Das ist lange Zeit. Ne? Das ist eine wunderbare lange Zeit. Ja, wirklich. Aber immer noch gut. Eine Frage noch, auch zu Düsseldorf. Wie ist denn Ihre Einstellung zum Beispiel, zurzeit hat Düsseldorf ja gerade eine schwierige Zeit im kulturellen Bereich. Ja. Wie ist denn da so Ihre Ansicht dazu? Wie sehen Sie das denn? Ja, das zum Beispiel zum NRW-Museum Kunstpalast, was da jetzt mit passieren soll. Können Sie mir dazu was sagen? Ja, ich finde das traurig. Wenn gekürzt wird, dann denkt man immer zuerst an Kultur. Da wird sofort gekürzt. An andere Dinge denken die überhaupt nicht, obwohl Kultur eigentlich das Wichtigste ist. Das hält das Leben aufrecht und lebendig und dadurch marschiert alles weiter. Und das wird verlassen. Und die Kulturdezernenten, die kümmern sich zu wenig um Kultur. Das stört mich. Der Einzige, der damals wirklich sich um die Kultur gekümmert hat, das war der Dickmann. Ja. Und die anderen, die schmücken sich damit, meine ich. Ich will kein wehtun, aber... Ja, aber sie können sich auch, also so praktisch drei aus der Familie Reun, ne? Ja. Die ja wirklich hier das künstlerische Leben in Düsseldorf geprägt und geprägt haben. Schön. Haben ja auch mit Bewegung in Düsseldorf einiges auf den Weg gebracht. Danke, ja. Doch, habe ich gerne getan und ich versuche das immer noch weiter. Was würden Sie denn noch gerne erreichen? denn zur Zeit ist ja in Düsseldorf einiges noch zu erfassen. Ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich lebe und arbeite und lasse alles das Leben auf mich zukommen. Und dann kann man ja sehen, was daraus wird und wie man das ändern kann oder verbessern kann. Aber zurzeit bin ich glücklich und zufrieden. Ich male noch, fahre immer noch Rad. Mit 3 Jahren habe ich mein erstes Rad bekommen.
Mit 3 Jahren. Mit 3 Jahren. Und das hieß in Holland Loopfiets, ein Laufrad. Ach ja. Als Kind konnte man damit laufen und auch treten. Ja, da bin ich mit durch Amsterdam gefahren. Und jetzt sieht man sie auch dann noch mit dem Zug auf dem Fahrrad. Ja. Und wir freuen uns jetzt, dass wir sicherlich mit Ihnen den 90. Geburtstag bald feiern im Mai. Ja. Und ja, und bedanken uns. Im Malkasten, ja. Im Malkasten wird das gefeiert, ja. Ja, toll. Ja, die machen das. Die richten eine Feier. Ja, toll, ja. Finde ich auch. Ja, schön. Ja, danke schön, Herr Reul.